Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video für Train Sim World 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute dieses wunderbare Repaint für die Baureihe 628 für euch im Angebot, nämlich vom guten Electric, das Repaint der Hessischen Landesbahn, der HLB. Und er hat auch geschrieben, dass dieser Zug in dieser Lackierung in der Gegenwart einige Dienste hier auf der Niddertalbahn wohl noch unternimmt, und das ist natürlich umso schöner. Ich meine, wir können die Strecke jetzt nicht in die Gegenwart beamen, auch wenn es da ja so ein schönes Szenario gibt, wo Kreissignale erscheinen wie von Geisterhand. Aber die Strecke spielt halt nun mal im Jahr 1992, aber trotzdem schön, wenn wir jetzt dieses Fahrzeug zur Verfügung haben in dieser Lackierung, weil die Lackierung der Hessischen Landesbahn finde ich eh ziemlich genial. Ja, gehen wir mal rüber. Mal einmal durch die Unterführung unten drunter durch. Und dann schauen wir mal uns dieses schöne Repaint aus der Nähe an. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und ein großes Dankeschön geht natürlich an den lieben Electric raus. Ja, die HLB, Hessische Landesbahn in diesem Grau-Gelb-Rot. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Nein, möchte ich nicht aufgeben. Hier vorne HLB ist in dem Fall der VT72A. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, die gucken sich alle den Zug an, aber keiner will einsteigen. Kommt hier denn ein Zug oder was? Oder warum stehen die hier alle? Aber wir gehen mal rein und nehmen einfach mal die Außenkamera. Dann können wir uns das besser angucken, als wenn wir hier zwischen all den Leuten rumlaufen. Ja, echt schön, wie gesagt, die beiden Köpfe hier vorne in diesem Gelb-Rot. HLB-Bahn oder HL-Bahn, wie auch immer man das sprechen will. Hier auch nochmal das Logo schwarz und dann Bahn in diesem Grau. Dach geht auch dieser rote Streifen rüber. Der Stadler Flirt, der von Kassel nach Frankfurt fährt, ich glaube als RE 32 oder 33, der ist ja auch von der HLB. Den finde ich auch immer sehr, sehr schön, wenn ich den sehe. Also das Design der Hessischen Landesbahn ist wirklich sehr, sehr schick. Ja, hat er wirklich gut hinbekommen. Feine Sache auch, dass er hier die Bezeichnung VT72, A steht natürlich vorne für Führerstand A und B steht hier dann für Führerstand Nummer B. Auch hier wieder, ich sage das immer dazu, ist natürlich nur die Lackierung von außen. Innen kann man leider nicht so einfach das Interieur dann verändern, ne, wenn wir hier durchfliegen. Ihr seht das, das ist noch Standardinterieur, aber das ist wohl nicht ganz so einfach, sonst wäre das ja auch schon des Öfteren gemacht worden. Ja, prima Sache. Vielen lieben Dank an den guten Electric für die Arbeit, die er sich damit gemacht hat. Immer wieder ein Hingucker wert, diese Lackierung. Und ich wünsche euch viel Spaß damit und ja, würde mich freuen, wenn es da das eine oder andere Szenario vielleicht sogar im Creators Club geben wird mit dieser Lackierung. Aber man kann sich ja in den Fahrplanfahrten auch alle Lackierungen, die man sich im Creators Club abonniert, dann auch auswählen. Also ihr könnt da fahren, wie ihr wollt. Sehr, sehr schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß damit und bis zu einem meiner nächsten Videos. Macht's gut und ciao, ciao.